Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Nach all den Oberteilen der letzten Wochen möchte ich heute mit dir Abby nähen. Abby ist mein neues Hosenschnittmuster und es ist in den Größen 34 bis 50 zu bekommen und für dehnbare Materialien. Das hier ist Sweat und die Variante hier ist aus Viskose-Jersey, also auch perfekt für den Sommer. Und sie ist wirklich lässig, schlässig mit Gummibund, lässt sich super nähen und auch richtig toll tragen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Gucken. Wir starten als erstes mit den Taschenbeuteln. Und dafür nimmst du dir ein Vorderteil der Hose und schneidest auch die Tasche an der Schräge eben dort ab. Und dann kommt der erste Taschenbeutel rechts auf rechts an diese Kante und wird festgenäht. Ich mache das dann auch immer mit der Overlock. Wichtig ist, dass du einen elastischen Stich nimmst, und eben die Kante da dehnbar bleibt, weil wir haben ja einen elastischen Stoff. So sieht das Ganze dann aus. Der Taschenbeutel wird auf die linke Seite des Hosenteils klappt. Und jetzt kannst du, wenn du möchtest, da die Kante auch gerne absteppen. Das hängt immer so ein bisschen von dem Material ab und wie du es gerne haben möchtest. Dann mache ich es immer so, dass ich mir alles einmal umdrehe und du jetzt die rechte Seite dieses kleineren Taschenbeutels siehst und die linke Seite des Hosenbeins. Jetzt kommt der zweite Taschenbeutel oder im Schnittmuster ist dies der Taschenbeutel 1, der große, auf den kleineren Taschenbeutel 2 drauf und zwar rechts auf rechts. Und jetzt werden die beiden Taschenbeutel zusammengenäht und zwar entlang dieser zwei Schnittkanten. Und wichtig ist, dass du jetzt hier auch die Taschenbeutel eben nur zusammennähst. Das Ganze jetzt einmal stecken und eben dort entlang nähen. Das Ganze sieht dann so aus. Ich habe das jetzt auch mal zur Seite geklappt, damit du das hier ein bisschen besser siehst. Alles, was so überschüssig ist an Fäden, jetzt bitte abschneiden oder eben in die Naht zurückziehen. Und dann wird der komplette Taschenbeutel wieder auf die linke Seite dieses Hosenbeines gepackt und der größere Taschenbeutel jetzt eben da drüber gelegt. Und jetzt siehst du auch, wie die Hose dann am Ende oder das Hosenbein am Ende logischerweise aussieht. Also du hast jetzt hier auch nochmal die Möglichkeit, das abzusteppen, wenn du möchtest. Wichtig ist, dass jetzt der große Taschenbeutel da drüber geklappt wird und eben dein Hosenbein komplett macht an der Stelle. Ich fixiere jetzt hier immer einmal die drei Lagen sind das ja, ne? Also zwei Taschenbeutel plus einmal der Stoff vom Hosenbein an der Seitennaht und auch dort oben, damit eben nachher nichts verrutscht, wenn wir das Ganze jetzt weiter zusammennähen. Ja, auch gerne wirklich im Stecknadel nehmen, das ist wichtig, dass es da fest ist und das ist auch ein bisschen dicker, also je nachdem, für welche Art von Stoff du dich entscheidest. So sieht das Ganze dann von der rechten Seite aus. Das ist jetzt das eine Hosenbein, in dem Fall das linke, vordere. Und jetzt nimmst du dir das linke hintere Hosenbein und legst das rechts auf rechts auf das vordere Hosenbein. Und als nächstes wird dann einmal alles entlang der Seitennaht zusammengenäht. Hier würde es sich jetzt natürlich auch anbieten, den Stoff vorher nochmal zu bügeln, wenn du gerne bügelst. Denn das ist nachher, wenn die Hose zusammengenäht ist, bekanntlich immer ein klein bisschen schwieriger. Also alles schön rechts auf rechts aufeinander legen, die Seiten wieder fixieren und dann dort zusammennähen. Wichtig ist, dass jetzt da an der Stelle, wo der Taschenbeutel eben seitlich die Naht trifft, wirklich dann vier Stofflagen sind. Das Ganze ist etwas dicker. Da aufpassen, dass die Overlock wirklich schön drüber näht und dass du alle Stofflagen auch wirklich erwischst und am Ende eben da keine offene Naht hast. Das linke zusammengenähte Hosenbein sieht dann so aus.
Also oben siehst du ja, oder jetzt hier unten im Bild quasi, den Taschenbeutel. Jetzt nimmst du dir das zweite Hosenbein, das rechte, was du eben auf die gleiche Art und Weise zusammengenäht hast, und legst die beiden rechts aufeinander und nähst sie dann da oberhalb am Schritt zusammen. Auch hier hefte ich immer und nehme dazu auch wirklich wieder Stecknadeln, damit alles schön sicher ist. Und dann wird das eben entlang dieser zwei Nähte dort zusammengenäht. Die Hosenbeine sind nun noch auf der Innenseite der Beine offen und das gehen wir jetzt an. Also leg dir die Hose wieder vor dich hin und hefte jetzt die Seitennähte jeweils von Vorder- und Hinterhose aneinander. Auch hier als allererstes ruhig am Schritt anfangen, dass dort die Naht schön aufeinander liegt und dann einmal von der Mitte jeweils rechts und links nach unten arbeiten. Dann kann man auch immer noch mal sehen, ob das beim Zuschnitt alles richtig gelaufen ist oder ob da was schiefgegangen ist und eventuell eine Korrektur unten ja, am Ende des Hosenbeines vornehmen. Dann wird alles einmal entlang dort zusammengenäht. Jetzt sind wir schon fast fertig und als nächstes kommt der Hosenbund oben dran. Der wird auch natürlich zugeschnitten in der richtigen Länge, in deiner Größe, und dann wird das Ganze rechts aufeinander gelegt und an der kurzen Seite hier zusammengenäht. Danach faltest du ihn noch einmal in der Mitte, links auf links, sodass er so aussieht wie jetzt hier. Und jetzt hast du zwei verschiedene Varianten. Also einmal brauchst du jetzt dein zugeschnittenes Gummiband. Das würde ich jetzt einmal um den Bauch legen und eben gucken, wie es dir vom Zug her angenehm sitzt, und auch zuschneiden. Mit natürlich einer Nahtzugabe immer noch an beiden Seiten von 1 cm. Und nun wird der Bund dort oben rechts auf rechts an den Hosenabschluss genäht. Also erstmal bitte ordentlich anheften und dann einmal ringsum annähen. Genau, ich spule das hier mal vor. Und wichtig ist eben jetzt, dass du, wenn du einmal alles oben ringsum annähst, du wirklich eine kleine 1 bis 2 cm breite Öffnung übrig lässt, in der dann später der Gummi eingezogen werden kann. Und auch hier ist es wichtig, dass du darauf achtest, dass du wirklich alle Lagen triffst, denn da wird es oben auch mal ein bisschen dicker, je nach Stoff. So. Und hier, ich habe das extra mal drin gelassen, damit du siehst, dass mir auch nicht anders geht. Ich habe natürlich die Öffnung für den Gummi vergessen. Also da wirklich immer dran denken, sich das markieren. Sonst muss man hinterher trennen und das ist dann nicht so schön. Jetzt kommt der Gummi rein, wird dann aneinander genäht und dann machst du die restliche kleine Öffnung zu und dann sind wir oben fertig. Und weiter geht's dann mit dem Hosenabschluss unten. Wenn der Bund oben angenäht ist, würde ich dir empfehlen, dass du das Ganze jetzt mal anprobierst und guckst, wie es auch von der Länge aussieht. Ich habe mich hier für ein Fake-Bündchen entschieden, weil ich die Hose wirklich auch etwas länger konzipiert habe. Das hat immer den Vorteil, dass die Nähte unten richtig schön sauber aussehen. Und dazu guck ruhig nochmal in die Anleitung. Da klappst du einfach das Bündchen um und dann wird einmal unten im Kreis das Ganze mit der Overlock zusammengenäht. Das ist jetzt quasi so, sieht das Ganze aus. Wenn du es jetzt zusammennähst und dann dein Bündchen nach unten klappst, dann hast du eben dein angenähtes Fake-Bündchen im Endeffekt, was aber ja schon aus der Hosenlänge besteht. Das ist eine schöne Variante, die schön schnell geht. Man kann das auch am Anfang eben schon mit dazu berechnen, wenn man das machen möchte, und beim Zuschnitt der Hose eben dran machen. Das ist auch bei manchen Mustern eine richtig tolle Variante, weil das dann so ineinander überfließt und man eben keinen Versatz hat. Genau, nächstes Mal zeige ich dir drei verschiedene Taschenvarianten bei Abby, denn du kannst die Taschen auf verschiedene Art und Weise nähen, denn es soll ja nicht langweilig werden, ne? Also, bis zum nächsten Mal.
Ich würde mich natürlich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir einen Daumen hoch gibst oder mir ein Feedback da lässt. Tschüss!